Heute mache ich ein Curryhühnchen. Feuer mit Öleier pinseln, dass das Gewürz besser haftet. Hier passt auf, dass das Hähnchen auch was wird. Jetzt losgehen. Der Grill ist heiß genug. Indirekte Hitze. Linker Brenner an, rechter Brenner an. Mit ca. 200, 220 Grad. Schauen wir mal. Ca. ein Stündchen. Dann müsste es gut sein. Und er hier passt auf, dass es was wird. Blick. Ja, 20 Minuten. So langsam wird's. Jetzt ist das Hähnchen fertig. Jetzt wird das Hähnchen zerlegt. Die zweite Hälfte gibt's später oder vielleicht erst morgen.